Mit dem Thema Weiterentwicklung des Gymnasiums in Bayern ist die Freie Wähler Landtagsfraktion in ihrer Herbstklausur in Kaufbeuren gestartet. Die Abgeordneten verdeutlichten ihre Forderung nach sofortigen Reformen. Eine Wahlfreiheit zwischen 8- und 9-jährigem Gymnasium müsse schon ab dem kommenden Schuljahr möglich sein. Wir haben mit unserem Volksbegehren zur Wahlfreiheit G8, G9 ins Schwarze getroffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist ja jetzt schön zuzusehen, wie die Staatsregierung jetzt unser Konzept mehr und mehr übernimmt. Wir unterstützen sie natürlich dabei und hoffen, dass sie dem Konzept der Freien Wähler am Ende sehr nahe kommen. Wir wollen ab der 7. Klasse im Prinzip den Lehrstoff entzerren, wollen hier 8 oder 9 Jahre zum Abitur zulassen. Das gab es bisher nicht, das wäre aber dringend nötig. Im Rahmen der Klausurtagung wurden die Freien Wähler auch im historischen Rathaus empfangen vom Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse. Dieser stellte die Historie der Stadt sowie die wichtigsten Projekte vor. In dem Gespräch ging es außerdem um die wirtschafts- und strukturpolitischen Rahmenbedingungen und Probleme der Stadt. Kaufbeuren steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die Stadt ist ungemein wachstumsstark. Es ist die Stadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg am meisten gewachsen ist. Aber aufgrund politischer Einflussnahmen ist die Entwicklung jäh gestoppt worden. Das hat mit einer Gebietsreform begonnen, wo man Kaufbeuren keine Eingemeindungen gegönnt hat, bis hin zur Stationierungsentscheidung des Verteidigungsministers im Oktober 2011, der unseren Hightech-Standort der Bundeswehr mit 1200 Dienstposten von der Landkarte streicht. Bei einem Besuch des Fliegerhorstes Kaufbeuren hob Pohl die Bedeutung des militärischen Ausbildungsstandorts für die Region hervor. Angesichts der drohenden Schließung kämpfen die Freien Wähler nun dafür, dass wenigstens die Flugsicherung in zivil-militärischer Kooperation in Kaufbeuren erhalten bleibt. Impulse für ihre Mittelstandspolitik holte sich die Fraktion beim Besuch zweier renommierter Unternehmen. So stand zum einen die Besichtigung des Qualitäts- und Sicherheitsdienstleistungsunternehmens Intertech auf der Tagesordnung. Zum anderen konnten sich die Abgeordneten bei der Firma Sensortechnik Wiedemann davon überzeugen, wie sich ein familiengeführtes Unternehmen erfolgreich in der Wirtschaft behaupten kann. Wir Freien Wähler sind eine Mittelstandspartei, die ganz klar zum Ausdruck bringt, der Mittelstand braucht mehr politische Unterstützung, der wird hier politisch irgendwo links liegen gelassen. Wir haben aber gesehen, in den Krisen der letzten Jahre hat der Mittelstand ja Spur gehalten, hat die Ausbildungsplätze gehalten, hat die Arbeitsplätze gehalten. Deshalb müssen wir den Mittelstand politisch besser unterstützen. Um den Mittelstand zu entlasten, wollen die Freien Wähler Bildungsgutscheine für Meisterschüler einführen. Die Meisteranwärter sollen künftig mit 2000 Euro zusätzlich bei ihrer Ausbildung unterstützt werden. Im Zuge der Klausurtagung besuchten die Abgeordneten auch das Isargebirgsmuseum Neugablonz. Die Fraktion habe sich in der Vergangenheit immer wieder ganz klar für die Interessen der Heimatvertriebenen engagiert. Wir Freie Wähler haben uns den Anliegen der Heimatvertriebenen besonders verbunden gefühlt und wir stehen auf dem Standpunkt, dass wir mit unseren Nachbarn in Tschechien eine Zukunft der Versöhnung und später auch der Freundschaft brauchen, aber nicht ohne die Vergangenheit zu beleuchten, kritisch zu beleuchten. Große Freude herrschte über die Einführung eines Gedenktags für die Opfer von Flucht und Vertreibung, der in diesem Jahr im Freistaat erstmals begangen wurde. Ab dem kommenden Jahr wird den Opfern dann auch bundesweit am 20. Juni und nach dem Willen der Freien Wähler in Bayern zusätzlich an jedem zweiten Sonntag im September gedacht. Ebenfalls im Mittelpunkt der Klausurtagung standen die Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada sowie deren Auswirkungen auf die Bereiche Bildung, Kultur und öffentliche Daseinsvorsorge. Wir sehen in den geplanten Freihandelsabkommen CETA und TTIP eine große Gefahr für den Verbraucherschutz in Deutschland. Deshalb kämpfen wir als Freie Wähler dagegen. Wir sind durchaus für Welthandel, aber eben auf niedriger, schwelligem Niveau. Wir wollen nicht, dass hier demokratische Rechte außer Kraft gesetzt werden, dass hier Gen- und Hormonnahrung nach Deutschland kommt. Das gilt es zu vermeiden. Deshalb klares Nein zu dem TTIP, so wie es derzeit verhandelt wird. Für die Zukunft kündigte Aiwanger an, dass sich die Freien Wähler weiterhin für einen realistischen Politikansatz einsetzen und frei von Ideologien handeln. Die Staatsregierung habe hingegen weder Visionen noch einen Plan. Sie sei dringend unterstützungsbedürftig. Die Freien Wähler werden sie daher auch weiterhin konstruktiv und kritisch begleiten.